Hallo zusammen, einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, wieder da seid. Herzlich willkommen. Heute geht es mal um ein ganz kurzes Video. Ich habe eine Anfrage gekriegt von einigen von euch. Die sind einfach überfordert mit Puder, 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 Puder. Setting Puder, Bronzing Puder, Kompakt Puder, Zauber Puder, Banana Puder. Oh, für was ist denn eigentlich was gedacht? Wie viel muss ich mir denn jetzt holen? Muss ich mir alle Puder holen, die man mir sagt? Oder was muss ich machen? Ja, ich kann das schon verstehen. Wenn man dann vor diesem Regal steht, wenn man hier diese ganzen Schminki-Videos sieht, die eine sagt, dann sette ich mir meine Augen. Die andere sagt, ja, ich nehme nur Bananapuder. Die nächste sagt wieder, bei mir reicht völlig der Bronzing-Puder aus. Dann viele sagen wieder, oh, ist dann eigentlich Kompaktpuder besser als loser Puder? Warum loser Puder? Warum Kompaktpuder? Das sind manchmal so die Fragen und die haben sich bei mir jetzt gehäuft und ich kann das auch voll verstehen, weil ich habe damals genauso angefangen und war total verwirrt und bin dann einfach losgezogen und habe alles zusammen gekauft. Und dann stand ich hier oder vielmehr saß hier und dann dachte ich, ja, was machst du denn jetzt drauf? Also erst ein Primer, dann die Foundation, ja. Dann mit settest die Augen. Wie setten sie sich denn die Augen? Was heißt denn das überhaupt? Ich hasse das ja auch immer, dass man als alles verenglischen muss, weil es angeblich besser klingt. Ja, es klingt ja auch viel dramatischer, wenn man Facility Manager ist, anstatt Hausmeister. Oder ach, ich weiß nicht, es ist so, nein, das ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Ich könnte da stundenlang drüber mich amüsieren und könnte sagen, ja, wir alle wissen, Englisch ist die Weltsprache, aber müssen wir aus diesem Grunde dann wirklich alles, was wir früher mal auf Deutsch gesagt haben, müssen wir alles ins Englische übersetzen, nur weil es sich angeblich besser anhört? Also ich sehe das nicht so. So, aber ich komme jetzt zum Hauptthema Puder. Ganz früher haben sich die feinen Damen losen Puder mit einer riesen Puderquaste richtig fett ins Gesicht gemacht. Puder musste sein, damit man ja blass aussieht und eine feine Haut hat, weil so ein loser Puder es das Hautbild immer ein bisschen feiner aussehen lässt. Heutzutage sagt man ja, je brauner wir sind, je toller finden wir uns. Je mehr wir nach Frühling, Sommer, Herbst, Winter im Gesicht aussehen, je schöner ist es. Also sind schon mal diese Riesenpuderquasten, Riesenpuderdosen weggekommen. Ich persönlich liebe Make-up-Coach den losen Puder, weil ich finde, ihr seht, viel benutzt. Das passiert immer, wenn ich mir den losen Puder hier in das reinmache und dann später den Deckel zu machen. Ja, ich benutze halt alles und von Zeit zu Zeit wird natürlich alles auch wieder sauber gemacht, meist für die Videos. Ja, ich habe jetzt schon Foundation drauf und drunter habe ich Primer. Ich liebe diesen losen Puder und ich finde, der ist nicht ganz hell. Aber der ist auch nicht so, dass er jetzt alle Foundation wegschluckt. Dazu nehme ich dann einen schönen Puschelpinsel und setten, mir die Augen setten, bedeutet halt nur, dass ich in den Bereichen Augenpartie, Nase, Oberlippe, Kinn und hier oben auf der Stirn, das mir abmattieren möchte und die Foundation haltbarer machen möchte, weil nämlich ich auf diesen Stücken, die werden am meisten gebraucht, hier beim Essen,
am Kinn, ja auch durch die Maske, durchs Schwitzen, auf der Nasenpartie. Die Nase möchte ich nicht, dass die glänzt. Stirn möchte ich auch nicht, dass die glänzt. Die schwitzt aber meistens alleine schon durch die Haare, weil man sich ewig in den Haaren fasst, immer wieder mit den Händen hin. Und die Augen natürlich, um den Lidschatten im Grunde genommen gut zu halten. Also, wer losen Puder mag, kann sich den holen. Für mich ist Make-up-Coach nach allen losen Pudern, die ich probiert habe, für meine anspruchsvolle Haut wohl das Beste, weil oft auch loser Puder, wenn er zu viel genommen wird und die meisten nehmen zu viel, legt sich das alles in diese Fältchen hinein. Ich mache das mal auf dieser Seite und zeige euch das, wie ich das mache. Ich klopfe immer ordentlich ab, dass nur ein Hauch dessen drauf ist. Und dann, ich mache es nur an einer Seite, sette ich meine wunden Punkte. Das heißt, ich mattiere sie ab, sodass sie sich mit dem Make-up verbinden und den Rest des Puders verteile ich nur hierauf. Also niemals dick. Das nennt man Setting Powder. Also abmattieren der Stellen, die schneller schwitzen, schneller strapaziert sind, dass das Make-up nicht verläuft, dass das nicht weggeht, nur weil man mal die Serviette nimmt. Das ist also eine Sicherheit. Das ist ein loser Puder und nach wie vor mein absoluter Favorit. Für mich, ich habe nicht alle Puder ausprobiert, habe ich auch gar keine Lust zu. Ich habe den Puder gefunden mit Make-up-Coach und den nehme ich, wenn ich ihn benötige. Und auch nur ganz dezent und wenig. Ein Setting-Puder ist auch ein Kompaktpuder. Das ist dann meistens, habe ich auch in Kompaktform, fast gleiche Farbe. Na, ihr seht es, fast gleiche Farbe. Ist es in Kompaktform. Also das heißt, ihr macht da genau das Gleiche. Das ist Setten, heißt im Grunde genommen abmattieren. Und die Sicherheit, dass die Foundation den Tag über hält. Kann man dann genauso machen. Bitte nicht drin rumrühren und das ganze Gesicht machen. Das ist gar nicht erforderlich, sondern halt nur die Stellen, die ihr abgesichert haben wollt. Nase, Lippe. Und da braucht man natürlich nicht abklopfen, sondern nur reintippen und das absichern, wo ihr denkt, es ist vielleicht heute so, dass ich viel unterwegs bin, viel eine Maske trage und sichere mir das ab. Das ist das in Kompaktform. Das ist der Setting Puder. Ich habe davon auch nur einen. Den liebe ich. Das ist der von Maybelline. Und ich habe natürlich den Kompaktpuder, der ein wenig heller ist, der genau das gleiche hat. Das ist die Matilda von Make-up Coach. Das gleiche, was als Zauberpuder ist, als Kompaktpuder, aber da ist er mir ein Zacken zu hell. Das heißt, das nehme ich wirklich nur mit einem kleineren Pinsel rauftippen. Und wenn ich nur mal das Auge abmattieren möchte, dann habe ich meistens Selbstbräunungscreme drauf und möchte aber gerne Lidschatten drauf haben, also kein Make-up. Und dann finde ich den richtig gut. Und für alle diejenigen, die überhaupt keinen losen Puder mögen oder es ihnen unangenehm ist, dann ist auch der Matilda ein sehr schöner Setting-Powder. Ja, also ich hoffe, ich habe es verständlich rübergebracht für den Setting-Powder. Ich bin damals ja losgerast und habe mir den Banana-Powder gekauft. Von MECO Beauty, von ja, Brighten and Correct, MECO Beauty, Banana Powder, Brighten and Correct, ja. Banana Powder ist extra gemacht worden für diejenigen, die nicht mit Concealer umgehen. Ihr kennt ja Concealer, das ist das, was wir eigentlich unter die Augen machen. Für
Rötungen für Augenschatten, für Augenringe, für geschwollene Augen. Ich nehme das lieber und sette es dann mit dem Kompaktpuder. Aber es gibt Menschen, die keinen Concealer mögen. Und die können den Bananapowder nehmen, weil der ist ja so ein bisschen gelbstichig. Aus dem Grunde, wenn wirklich jemand ganz arg schattierte Augenringe hat oder aber sehr krasse Rötungen unter den Augen hat. Das Gelbe nimmt das Rötliche weg und dann nimmt man eben gerade das, um das abzupudern. Viele nehmen auch den Bananapowder, wenn sie halt nur eine Gesichtscreme nehmen, aber die Augenschatten wegschattiert haben wollen, dann muss man ein bisschen einen schmaleren, den habe ich jetzt gar nicht, schmaleren Pinsel nehmen. Sowas hier zum Beispiel, der ist jetzt gerade benutzt. Ich habe jetzt keinen da. Und dann im Grunde genommen, man kann auch den Bananapuder so nutzen und sich dann wie Concealer das hier unten aufarbeiten, um das praktisch heller zu kriegen, um die Schatten wegzukriegen. Also ihr seht, ich habe mir den völlig umsonst gekauft, aber ich war genauso überfordert und habe gedacht, du musst dir irgendwie alles holen. Bananapuder. Bananapuder klingt ja gut. Für was? Ich nehme heute lieber Concealer und mache es mir dann entweder mit Kompaktpuder oder aber also mit Kompakt oder losen Puder mir das abpudern. So viel zum Bananapuder. Also wirklich Bananapuder nur für diejenigen, die halt sehr, sehr schattierte oder sehr starke Rötungen unter den Augen haben. Ansonsten braucht man ihn nicht. Ja, dann haben wir noch Fixing Powder. Fixing sagt uns ja schon der Name, ist so wie es ist fixfertig, es ist, ich muss etwas fixieren, ne? Also festigen muss ich etwas. Und insofern habe ich als Fixing Powder fürs Gesicht, habe ich eigentlich zwei. Einer ist, glaube ich, ach, den kann sein, den habe ich aussortiert. Das ist der von Essence. Ja, den habe ich aussortiert, weil der mir kaputt gegangen ist. Also es gibt einen Fixing Powder Matt, der ist ziemlich weiß von Essence. Ich halte mal einen Moment an. Da ist er. Der Fixing Powder von Essence. Das ist zum Fixieren des gesamten Make-ups immer zum Schluss zu nehmen. Das heißt, wenn alles fertig ist, viele nehmen dann ein Spray. Ich mochte nie Spray haben und habe mir aus diesem Grunde dann diesen gekauft. Das ist also wirklich ein guter, seinen Preis wert. Das heißt, sein preiswerter Artikel, in ein Drogerieartikel. Ich habe aber auch den Fixing Powder in Lose von Make-up Coach. Das ist Simsalabim Fixing Powder als loser Puder. Und den habe ich im letzten Jahr gekauft. Da gab es mal im Angebot, hat man bekommen den Zauberpuder und den Fixing Puder und dann dazu ein kleines Döschen, wo man sich beides 1:1 oder 2:1 miteinander mischen konnte und hat dann nur für unterwegs als losen Puder im Grunde genommen gemischt zum Abdecken, gerade für den Sommer, wenn man da eher schwitzt, konnte man sich das dann mischen. Das war ein Angebot, wenn das dies Jahr wieder ist, ja. Aber wer also das mal ausprobieren will, ob er lieber so ein Puder als Fixing Puder nimmt oder so ein Fixing Spray, gibt es also auch von Essence. Fixing Spray, das ist jetzt egal.
Das ist immer im Grunde genommen zum Schluss des gesamten Make-ups, wenn man also Blush drauf hat, wenn man Lippenstift auch drauf hat. Man kann diesen Mattpuder auch vorher auf die Lippen geben und dann den Lippenstift drauf machen, festigt auch. Man kann aber auch den Lippenstift drauf machen und dann bitte auch immer, so wie Puder zu benutzen ist, wirklich nur reintippen, ganz vorsichtig rübertippen und nicht rüber oder auftragen, wer weiß wie. Ja, dann gibt es noch Bronzing Powder. Ja, Bronzing Powder habe ich, das ist einfach ein Puder in mehreren Variationen gibt es den. Den gibt es auch als ägyptische Erde in Lose. Rate ich aber immer von ab, weil da genau das zu treffen, dass der Hautton nicht mit einmal aussieht wie so ein, wie Thomas Anders oder Dieter Bohlen, als sie am Anfang aufgetreten sind, also wie so eine Sommersandalette, rate ich immer zu Kompakt Powder. Und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Bronzing Powder ist einfach entweder zu benutzen, wenn ihr nur Tagescreme, Feuchtigkeitscreme auftragen wollt und wollt dann einfach ein bisschen Frische auf dem Gesicht haben, dann kann man durchaus Bronzing Powder auftragen, indem man auch wieder einen Puschelpinsel hat, also einen weichen, und dann reingehen, bisschen abklopfen und dann kann man sich frischer auftragen, auch wenn man gar kein Make-up trägt, weil Bronzing heißt ja, ich war gerade so ein bisschen in der Sonne und habe so ein Sonnenfeeling. Bronzing Powder ist auch zu benutzen, nicht zum Setten der Augen, würde ich nicht nehmen, weil sie das bewegliche Lid ja gleich ein wenig abdunkeln. Und das wollen wir ja vielleicht eher heller haben oder in Farbtönen. Also deswegen ist es nur im Grunde genommen für diese Partie gedacht. Bisschen vielleicht für die Nase, aber eigentlich, ich sage immer, das E oder aber die 3 für diesen Bereich. Den Bereich, den die Sonne küsst, im Grunde genommen. Dafür ist der Bronzing Puder. Gibt es Preis wert, ist von Catrice, ist von Maybelline. Sucht euch den Farbton aus, nehmt nie den zu dunklen. Und mit dem könnt ihr einfach spielen, ohne Make-up im Grunde genommen auftragen. Dann natürlich die Feuchtigkeitscreme schön einziehen lassen. Oder aber auch, wenn ich jetzt hier Make-up schon drauf habe, wenn ich das alles schon abgepudert habe, was mir wichtig ist, dann trage ich den Bronzer oben drüber, einfach um, ja, frisch auszusehen. Ein Bronzer ist aber nicht gedacht, wirklich nicht gedacht, um euch die Partie abzudecken, weil wenn ihr kein Make-up drauf habt oder aber ein helles Make-up drauf habt und würdet euch damit das absichern, dann kann ich euch nur sagen, dann seht ihr wie ein Clown aus, weil das ja viel dunkler ist. Das macht ja ein bisschen Sommerbräune. Das seht ihr ja jetzt im Grunde genommen selber. Ja, das war die Erklärung der Puder. Ihr müsst jetzt selber entscheiden, euch im Spiegel anschauen, was braucht ihr, was braucht ihr nicht. Also ich hätte nach dem Kauf des Banana Powders, hätte ich ihn direkt dann wieder in die Tonne hauen können, weil ich hier unten keine Rötungen habe, weil ich nirgendwo etwas habe, gut am Kinn, aber dafür ein extra Puder kaufen brauche ich nicht. Das kann ich ausgleichen mit Make-up und mit dem Kompakt- oder losen Puder. Bronzing Puder, ja, wenn ihr ein bisschen Frische haben wollt und das andere immer dezent und wenig benutzen. Oftmals werde ich angeschrieben, was tust du dir alles aufs Gesicht drauf? Mein Gott, das haben schon viele geschrieben. Und dann sage ich immer, das ist letztendlich gar nicht viel. Es ist nur, wir ziehen uns ja auch an. Dann könnte ich ja auch sagen, warum zieht derjenige ein Unterhemd an und weiß ich nicht, noch eine Strumpfhose und noch eine Radlerhose.
Es hat ja alles seinen Grund, warum ich das mache. Und wenn man alles von allem dezent benutzt, ich mache es ja auch nur, um euch zu zeigen, was man alles im Gesicht machen kann. Wenn ich privat zu Hause bin, dann und gar nichts mache, dann nehme ich an meinen Selbstbräunungscreme, meinem Selbstbräunungsmus, meine hervorragende Selbstbräunungsmus. Und wenn ich dann schon ein bisschen Ton drauf habe, dann nehme ich den Kompakt- oder losen Puder, um hier mir das abzusetten, damit ich da nicht glänze, abzumattieren. Und dann nehme ich ein bisschen Bronzing-Puder. Und mehr mache ich nicht. Alles, was sonst drauf kommt, ist für die Videos, um euch zu zeigen, was man alles noch machen kann. Also eigene Kontur ziehen. Warum, wieso, weshalb? Das habe ich schon in vielen Videos erklärt. Jetzt denke ich mir, es ist wichtig, euch das mit dem Puder erklärt zu haben. Das war's auch für heute. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und bei einem der nächsten Videos und hoffe, dass ich die Anfragen der Puder geklärt habe. Ihr seid bitte so lieb, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr alles relativ gut verstanden habt. Und wer Fragen hat, auch gerne in die Kommentare rein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch. Schaut bitte nach, ob ihr meinen Kanal noch immer abonniert habt, weil und für die Neuen, die reinschlupfen, bitte abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr nichts mehr. Und ja, in die Infobox schreibe ich ein bisschen von den Pudern. Ich kann nicht alles aufschreiben, was ich habe. Ich schreibe einfach bei jedem so die Möglichkeit und für was es ist. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ja, lasst einfach eure Seele sprechen, was ihr jetzt haben möchtet. Und ich freue mich auf ein nächstes Mal und sage in diesem Sinne, tschüss, eure farbenfrohe 60 plus.